Du, ganz ehrlich, ich bin absolut schockiert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Nee, also wie gesagt, das ist auch normalerweise nicht so, dass hier solche Sachen angehen an unserer Schule. Und jetzt muss ich noch mal fragen, sie hat jetzt gesagt, irgendwie Pillen gestern? Was war da? Ja, da gab es einen kleinen Vorfall. Da sind Pillen gefunden worden. Und, naja, also... Ganz kurz nochmal, vielen Dank. Wir kommen nochmal auf Sie zurück. Ihr Personal haben wir auch. Die Aufnahme der Zeugenaussage. Wir fahren jetzt erstmal die beiden Täter. Okay. Schönen Tag. Wir haben jetzt unsere Tarnung natürlich noch nicht auffliegen lassen, ganz klar, weil ich denke, dass wir hier so auch weiterkommen könnten. Und alles andere werden wir jetzt auf der Dienststelle mit den Kollegen besprechen, wie wir da weiter vorfahren. Ja, fortfahren. Mehr können wir auch noch gar nicht sagen, denn so richtig haben wir noch nichts. Hier, sag mal, Ecki, was war das? Ja, ich konnte noch nicht mal meinen Unterricht ableisten. So schnell sind hier die Ereignisse vonstatten. Ich hätte mit Armen gerechnet, aber nicht damit, dass wir jetzt hier direkt vor der Haustür schon so eine Action haben. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir kam hier irgendwas ganz, ganz komisch vor. Auch hier dieses Mädchen, die permanent sich umgedreht hat. Ja, dieses Helfersyndrom. Ich bin immer, die hat, weil ja, diese sagt, Freundin, die war, ich fand das so auffällig. Ja. Also ich bin irgendwie... Meines Erachtens, zu auffällig, zu bemüht. Weißt du, wenn einer sich ständig da so in diesen Bereich reinzwängt, der möchte nur nicht, dass irgendwas gesagt wird. Mhm. Ne? Also irgendwas, die weiß mehr, als sie uns mitteilt. Also was da jetzt gerade abgegangen ist, das hätten wir so nicht erwartet. Ne? Also, ja, es ging schneller als gedacht. Ja, eigentlich wollte ich ja einen Unterricht geben und wollte da vielleicht mal ein paar Nachfragen, ja, aber das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, dass das Mädchen hier nochmal angegriffen wird, ist wirklich komisch. Und ja, dass es sich bei den Tätern um dieselben handelt, wie es dann gestern war, ist noch komischer. Andererseits können wir von deren Dummheit wirklich profitieren. Genau. Ja? Und hinzu kommt ja noch, dass ich hier dieses Handy da noch gefunden habe, was ich jetzt auch irgendwie komisch finde. Gut, es kann irgendjemandem gehören, ja, aber das werden wir jetzt alles überprüfen. Genau. Fahren wir heim. Die Ermittler besprechen das weitere Vorgehen. Sie wollen parallel die überfallene Schülerin, deren Mutter und die beiden Angreifer vernehmen. Eine Blutprobe der Schultäter hat ergeben, dass sie eine hohe Konzentration Methylphenidat im Blut hatten. Das gefundene Handy gehört tatsächlich dem Opfer und liefert neue Hinweise. Der Kollege von der Spurensicherung hat jetzt hier die Spuren an diesem Handy gesichert, was ich hier vor der Schule noch vorgefunden hatte. DNA konnte natürlich nicht sichergestellt werden, weil es auch feucht war, das Handy. Fingerabdrücke waren auch nicht zu sichern. Allerdings hat er hier Nagellackreste gesichert. Und wir haben jetzt hier so eine Vergleichsprobe aus dem Supermarkt einfach. Was ich jetzt einfach sagen muss, dieser Nagellack ist sehr, sehr auffällig. Ja? Und mal gucken, vielleicht... ist dieser Nagellack oder diese Farbe von der Geschädigten. Im hell beleuchteten Büro sieht Lara Grünberg sofort, dass die Geschädigte einen anderen Nagellack benutzt. Wenn der Nagellack am Handy nicht von ihr ist, ist der SMS-Schreiber vielleicht eine Frau. Ich mache eigentlich immer nur schwarz. Ich finde Farben ganz schrecklich. Okay. Und wie könntest du dir jetzt erklären, dass diese Farbe hier auf deinem Handy gesichert wurde? Ich meine, das ist ja das Telefon, mit dem hier diese Nachricht geschickt wurde, ne? Und das wird vor der Schule gefunden. Hm. Also kannst du nichts erklären. Nee. Solche Farben hast du noch nie gehört. Gibt es jemand, der so eine Farbe trägt? Ja, meine beste Freundin trägt immer auffällige Farben. Welche beste Freundin? Sarah. Ja, aber die wird sowas niemals machen. Die was geht mit die den Jungs, die in die eine Klasse. Was soll die denn damit zu tun haben? Die Sarah geht mit den beiden Jungs? In eine Klasse. Ja, die gehen in eine Klasse. Und die würde so einen auffälligen Nagellack haben? Ja, aber was soll sie denn damit zu tun haben? Was soll sie mit uns tun? Also sie ist doch meine beste Freundin. Würde sowas niemals machen. Niemals machen. Die war ja da auch auf dem Schulgelände, ne? Ja, genau. Die kam ja zu dir. Genau, genau. Und fandst du ihr Verhalten? Fandest du das normal, wie die sich dir gegenüber verhalten? Sie war ein bisschen seltsamer. Vielleicht hat sie komisch geschlafen oder so, aber... Ich find's auch sehr auffällig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also aber was soll sie denn damit zu tun haben? Sarah doch niemals. Sie ist ihre beste Freundin. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie mal gerade hier sitzen bleiben? Okay. Ja? Ich komme gleich wieder, okay? Die Kriminaloberkommissarin hegt den Verdacht, dass die beste Freundin des Opfers mit den Tätern zusammenarbeitet. Ihr Kollege Eckhard Greitner passt die Vernehmungstaktik entsprechend an. Da gibt es noch ein Mädchen, deretwegen Sie jetzt vielleicht auch schon hier sitzen. Ich kenne Sie persönlich auch schon, ja, muss ich dazu sagen. Also jetzt hier um den heißen Brei rumreden, funktioniert nicht mehr.
Der Zug ist abgefahren. Also, wer ist das? Was glauben Sie denn, wen wir da im Augenwinkel haben? Na? Sarah Bergmann. Sarah Wie bitte? Bergmann. Nochmal? Sarah Bergmann. Na, dein Vorname passt ja. Den Nachnamen hatten wir noch nicht so recht. Bergmann. Dann mal weiter. Was gibt's da noch zu sagen? Ja, die tut halt immer, also wir tun das Geld in dieses Versteck, sage ich jetzt mal. Wie bitte nochmal? Wir tun das Geld in das Versteck, wo das kleine Mädchen die Pillen gefunden hat. Ein Depot. Dann, ja, richtig. Ja. Dann tut sie da halt die Pillen hin. Mhm. Wir gehen da hin, nehmen die und ja, so läuft das halt eigentlich immer ab. Okay, das ist ja schon mal ein Hinweis. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wie sieht das aus? Warum haben Sie die Carina hier maskiert überfallen? Hat das mit den Pillen zu tun? Wir dachten, sie hat unsere Pillen. Ja, wichtig für uns. Oh, das ist noch nicht euer Ernst jetzt, oder? Wir dachten, wie alt seid ihr denn? 18. Ja, und dann haut mal jemanden anderen um. Und zwar noch ein Mädchen noch dazu, eine Schwächere. Also, und wie war ganz das beim ersten Mal, als du da... Warum hat das Mädchen, die Carina, deine Umkleide zusammengeschlagen gelegen? Habt ihr da auch schon gedacht, die Pillen wären weg, oder was? Das waren wir nicht. Das wart ihr nicht? Ganz ehrlich, das am Anfang mit der Damentoilette, das waren wir nicht. Da waren wir... Aber das mit den Masken, das waren wir. Die Polizisten glauben den Abiturienten, nur den einen Überfall begangen zu haben. Das bedeutet, dass der erste Angriff auf die Schülerin von einem anderen Täter verübt wurde. Mutmaßlich hat die beste Freundin das Opfer überfallen, um an ihr Handy zu gelangen. Hast du für uns ein Foto von ihr? Ja, auf meinem Handy. Kannst du uns das mal zeigen? Ja, klar, ja. Ja, offensichtlich kennen sich die beiden Personen, die Geschädigte und ihre Freundin, aus der Schulband. Und ja, sie hatte mir hier dieses Foto gezeigt. Und ja, man konnte dann hier feststellen, wenn man das mal ranzoomt, dass tatsächlich hier ihre Freundin ja solch eine Nagellackfarbe trägt bzw. trug. Also sie spielt definitiv für uns eine wichtige Rolle. Das ist ein Zufall. Also ich sag mal, vom ersten Hinblick eindeutig, würde ich sagen, das ist das. Ja. Wir müssten dann von ihr, wenn wir sie haben, vielleicht hat sie ja den baugleichen Nagellack zu Hause. Gut, jetzt müssen wir erstmal weiterkommen. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir jetzt gleich die Adresse haben, ne? Wo finden wir denn die, Sarah? Die wohnt hier ein paar Straßen weiter bei ihrem Vater. Okay. Wie das heißt? Ich kenne die genaue Straße. Also ich kann Ihnen das zeigen, aber... Dann Einwohnermeldeamt? Ja. Schule? Ist ja gemeldet. Ja, oder? Ja. Ist ja auch auf der Schule, ne? Du zeigst uns, du weißt... Ja, also eigentlich wohnt sie ja bei ihrer Mutter, aber ihr Vater war ein paar Jahre im Ausland, der ist jetzt wieder da und jetzt ist sie da wieder hingezogen. Hier, wie auch immer, machen wir parallel, nehmen wir sie mit. Genau. Und dann... Und ich schaue hier mal nach und werde auch erstmal ein bisschen was zu schreiben. Die Fahrzeit zur besten Freundin des Opfers nutzen die Kriminalisten, um mehr über die mutmaßliche Täterin zu erfahren. Im Laufe des Jahres hat die junge Frau ihre Leistungen deutlich verbessert. Das lässt die Ermittler vermuten, dass auch sie Aufputschmittel konsumiert und nicht nur das. Bleiben Sie aber bitte hier im Fahrzeug. Ja, ja? Gehen Sie bitte sofort wieder zurück. Genau. Bleiben Sie bitte und bleiben Sie drin, bis dass wir Sie da rausholen. Aber solange wir hier zugange sind, bleiben Sie drin. Genau. Ja? Ja, auf jeden Fall, bitte. Ja, während der Fahrt haben wir ein bisschen über die ganze Familie, Sarah und so weiter sprechen können. Und es hat sich herausgestellt, dass die Mutter dieser besten Freundin Sarah wohl eine Apotheke selbst betreibt oder so ähnlich. Und wie sich das jetzt noch miteinander verhält, hier, Ecki, da bin ich mal gespannt. Ecki, schau mal. Ja, was denn? Guck mal. Das ist doch das Fahrzeug von dem Lehrer. Der hatte so einen dunklen Golf, ja? Ja, das gibt's doch gar nicht. Meinst du, dass der Typ hier drin ist? Das ist doch aber das steht ja auch direkt davor. Dieser Ruppert war das doch, dieser... Komm, lass uns mal gucken, also das ist ja, also... Wie viele Türen haben wir hier? Ich meine, guck doch mal, wie alt er ist. Das Mädchen ist 18. Aber komm, lass uns erst mal gucken. Ich geh doch mal runter. Genau, geh doch mal gucken. Hier ist nichts. Aber hier, das sieht aus wie eine Küche. Ja, okay, komm mal. Komm mal her. Was denn? Das ist doch der Lehrer. Schau mal, das Mädchen, die Sarah. Der zieht sich gerade wieder an und sie ist da im Nachthemd oder was, ne? Aber ich finde, die sieht jetzt nicht glücklich aus, oder? Hey, das ist der Lehrer, haben sie ist die Schülerin. Miteinander? Aus meiner Sicht ist es schon verwerflich, wenn ein Lehrkörper mit seiner Schutzbefohlenen etwas anfängt. Aber um die näheren Hintergründe herauszufinden, entschlossen wir uns dazu, einfach mal zu klingeln. Hallo, Sarah. Hallo. Oh, Entschuldigung. Hallo. Wir Sie kennen nicht uns die doch. Lehrerin? Was ist denn hier los? Was geht hier ab? Hier. Hm? Moment. Einen Moment. Stehen bleiben. Ich bin jetzt an der Polizei. Weg. Hey. Hi, Ecki. Er ist unten.
Der Kriminalhauptkommissar ist sofort zur Stelle, um erste Hilfe zu leisten. Die Verletzung ist nicht so schlimm, wie man es bei einem Sturz aus dieser Höhe vermuten würde. Er ist beim Sturz. Wir kennen uns ja, ne? Ich bin übrigens von der Polizei. Das ist der ganz toll. Ja, das war wohl keine gute Idee, oder? Ich sag gar nichts. Was meinst du? Pass auf, er hat einen Arm gebrochen. Können Sie sich setzen? Setzen Sie sich hin. Mein Name ist trotzdem Grünberg. Ganz toll, prima. Und ich glaube, Sie haben uns da was zu sagen, oder? Geht das? Vorsicht. Ja. So. Vorsicht. Zur Sicherheit lassen wir den einen mal ein bisschen hier hinten. Aufgrund der Schwere der im Raum stehenden Delikte rechnen die Polizisten damit, dass der Lehrer trotz seiner Verletzung zu fliehen versucht. Mit dem Verkauf der Tabletten hat er jedoch nur indirekt zu tun. Ich habe alles für ihn gemacht. Ja, bitte. Ansonsten melden wir uns nochmal. Und deine Freundin, nee, das ist alles du. Alles kam von dir. Sie sagte gerade, die Sache geht schon über ein Jahr. Sie ist gerade mal 18, vielleicht war sie dann noch 16, also Misshandlungsschutzbefohlen haben wir in jedem Fall da. Hm. Und was haben Sie jetzt dabei gedacht? Ach, er sagt ja zunächst was. Gar nichts. Du warst das alles. Also ich finde es schon wirklich verwerflich. Mir ist schon ein bisschen aufgefallen, Ihr Verhalten, ne? Also heute Morgen auf dem Schulhof. Ne? Sie waren so euphorisch mit Leistungssteigerung etc. Wir konnten jetzt Gott sei Dank alles miteinander verbinden. Ne? Und schließlich hier... Schließlich haben diese Nagellackfarbe. Zeigen Sie mal Ihre Finger. Ja, diese Nagellackfarbe hat uns dann schließlich zu Ihnen gebracht. Sag nichts. Was sollen Sie uns denn nicht sagen? Es tut mir leid. Da sie mehrerer Verbrechen beschuldigt wird, belehrt Lara Grünberg die beste Freundin über ihre Rechte. Die junge Frau ist aber auch selbst ein Opfer. Deshalb befragt die Beamtin sie sehr behutsam. Wir haben dich eben durchs Fenster gesehen. Du sahst wirklich nicht glücklich aus. Und ich meine, deine Tränen verraten eigentlich alles. Er hat mir auch gedroht, Schluss zu machen, wenn ich das nicht weitermache. Ich wollte es ja nicht mehr. Und warum? Warum machst du das trotzdem? Liebst du ihn so sehr? Hat er dich irgendwie anderweitig unter Druck gesetzt? Nein. Gar nicht. Und das mit den Pillen? Wie war das? Ja, es kam halt die Gelegenheit. Meine Mutter arbeitet in der Apotheke und ich kam da halt einfach ran und ich wollte ihm halt damit auch einen Gefallen tun, weil ihm die Leistung so wichtig war und ich hatte alles für ihn gemacht. Und was hast du dann gemacht, die Pillen? Ja, ich habe halt in der Apotheke von meiner Mutter habe ich halt die Pillen mitgehen lassen. Also du und habe sie für ihn verkauft, damit die Schüler besser abschneiden. Aus meiner Sicht hat man schon Mitleid mit dem Mädchen. Das Mädchen ist jung, ja, sie hat sich in den Lehrer verliebt. Sie weiß ja noch gar nicht, überhaupt keine Lebenserfahrung. Ja. Also aus meiner Sicht habe ich Mitleid, aber nichtsdestotrotz ist zu prüfen, sie ist volljährig. Sie ist natürlich strafmündig, welche Straftatbestände sie erfüllt hat. Ich habe Scheiße gebaut. Okay. Es tut mir wirklich leid. Es ist mir egal, ob es dir leid tut, ganz ehrlich. Ich dachte, wir sind beste Freunde. Und wir hatten so furchtbare Angst. Wir wussten ja nicht, was los ist. Ich wollte euch nicht damit reinziehen. Nur wegen den Pillen. Und dann, dass du sie niederschlägst. Ich war richtig geschockt. Gut, dann machen wir jetzt mal hier einen Cut. Ne? Das können wir wann anders besprechen. Sie gehen nach Hause und du bleibst jetzt hier erstmal. Wir rufen deine Mutter an und die bringt dich damit zu unserer Dienststelle, okay? Gut, alles klar. Der Lehrer wird unter anderem wegen einer sexuellen Beziehung zu einer Schutzbefohlenen angeklagt. Die Abiturienten kommen wegen Körperverletzung, die Skater wegen Drogenbesitzes vor Gericht. Die Schwestern erholen sich vollständig. Die Ältere besteht das Abitur ganz ohne Medikamente.